Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 2, Part Nummer 81. Ja, im letzten Part haben wir einen Wächterdrachen besiegt und haben danach noch eine schöne Feder bekommen, womit wir uns jederzeit porten können. Und heute möchte ich noch ein paar Sachen nachholen, also nicht gleich weitergehen. Unter anderem die eine Tür oder gerade die eine Nebelwand, wo ich nicht erforscht habe. Und Bing Boom hat mir auch noch den Tipp gegeben, dass ich wohl noch eine Wand übersehen habe. Ich möchte mal ganz kurz zu unserer Smaragdwächterin oder wie sie sich nennt, porten, weil ich glaube ich noch ein Level up verteilen kann. Ich habe jetzt gar nicht mal groß drauf geachtet beim letzten Part, oder? Was die EP anging. Ja, gesagt, was die Seelen anging. Ich kann mal kurz gucken, wie viel brauche ich. Mal ganz kurz gucken. Ah ne, stimmt, das hat nicht ganz gereicht, weil ich einfach nur die Level verteilt habe, damit ich Havels Rüstung tragen konnte. Genau, so war das. So, okay. Na, ich wollte nicht nochmal reden. Tut mir leid. Nein, nein. dann werde ich heute auf jeden Fall gucken, dass ich... Oder wisst ihr was, ich lasse es mal mit dem Level. So, dann geht dann direkt weiter. Dass ich halt jetzt diese eine versteckte Wand dann noch finde. Und dass ich halt dann auch nochmal gucke, was dann halt hier dann abging. Und hier habe ich noch irgendwo ein Leuchtfeuer übersehen, sehe ich gerade. Okay, also zwischendrin. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht das, diese versteckte Wand, die Bingo meinte, das ist. Weil sonst, ja, sonst fehlt mir hier natürlich ein Stück, seht ihr hier. Und ich muss natürlich, ja, ansonsten hätte ich eigentlich alles dann, gell? Wenn ich mal kurz so durchgehe, wartet mal. Dümm. Ja, man merkt schon, das Ganze neigt schon langsam das Ende. Hier bis zu dem Punkt ist dann auch das Finale, okay. Und dann hätten wir ja noch die Dunkelheit, die ich dann machen wollen würde. Mal sehen, ob ich die überhaupt packe. Ach ja. Ich bin noch gerade überlegen, weil es gab ja drei verschiedene Stellen, wo man diesen einen, ich nenne ihn einfach mal Dunkelfürsten, gefunden hat. Ob das dann drei verschiedene Porter sind oder ob die Porter alle in ein und dasselbe Level führen. Das wäre dann so die Überlegung. Kann man kurz gucken, ob ich hier durchkomme, ohne dass ich hier großartig Gegner aufscheuche. Weil ich möchte ja nur an die zu einer Stelle da laufen. Und ja, Bing Boon hatte mit einer Sache recht. Er hat mir noch geschrieben gehabt, das war jetzt leider so ein Nachteil, wenn man halt erst Schalter drückt und dann guckt, was abgeht. Weil, wenn man dann danach nicht mehr vergleichen kann, was denn verändert wurde, bin ich gerade erschrocken. Stimmt ja, okay, also wenn die kaputt sind, dann, ja, dann laufen die Gegner offen rum, okay. Aber immerhin ist der Drache weg. Wobei es ja auch nicht so schlimm wäre, da müsste man einfach nur dran vorbeilaufen. So, und ich würde jetzt gerne erstmal hier rechts entlang gehen. Und zwar halt gucken, was sich hinter dieser Nebelwand befindet. Da war eine Nebelwand. Und jetzt ist da ein Typ oder was? Das war überhaupt gar keine Wand oder was? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Okay, ich kann ihn nicht anvisieren. Hallo? Jetzt bin ich echt verwundert. I hope you appreciate the ramifications. Well, no matter. What's done is done. Besides, I've found myself a new mark. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, also ich glaube, das ist wohl das Resultat von dem Schalter, den ich gedrückt habe, aber was wäre denn vorher gewesen? I'll spend some time traveling the lands. Slowly tracking my new mark. Er scheint auf jeden Fall etwas verzweifelt zu sein, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe oder so. I'll spend some time traveling the land. Slowly. Okay, das sagt dann halt wohl nichts mehr, ha? I'll spend some slowly tracking mine. Ja, gut. Okay, schade eigentlich. Ja, das hat vermutlich auch Ping-Boom damit gemeint, dass ich da halt vielleicht mir ein bisschen was verbaut habe. Dass ich da, ja, erst hätte in das Ding rein müssen und danach halt vielleicht den Schalter drücken, damit man halt weiß, was vorher nachher war. Schade eigentlich. Aber gut, das kann ich jetzt dann auch nicht mehr ändern. Oh, da hat er sogar was gedroppt, habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ja gut, so sieht man es natürlich auch schlecht. So, ein Pfahlstein. Hatte ich es aber schon. Bin jetzt gerade überlegen.
Steine sind hier. Ein Pfahlstein hier. Hatte ich noch gar nicht. Erfüllt die Ausrüstung mit Magie. Okay. Hatte ich vorhin nicht. Das eine war ja Zauber. Hä? Waffen mit Magie? Ach, Ausrüstung. Warte mal. Hä? Verändert sich denn die tränkt Waffen mit Magie oder bietet Magieoptionen für Schilde? Ja, die Zauberer der Zauberalchemie von Bla. Ja gut, das steht dann dasselbe, aber. Ach so, es gibt einen Unterschied. Die Nutzung auf Waffen wandelt die Intelligenz des Nutzers in Angriffskraft um. Alles klar, okay. Also wenn man Magier ist und dann trotzdem Nahkämpfer spielen will, dann kann man mit dem, also mit dem Magiestein mehr Schaden verursachen. Jetzt weiß ich auch, warum diese eine Waffe, die Magieschaden macht oder auf Magie getrimmt ist, bei mir so schwach war, weil ich natürlich keinen Bonus davon trage, weil ich natürlich nicht intelligent genug bin. Oder mein Charakter, eher gesagt. So, das hinten muss ich nicht mehr machen. Und jetzt auch, bin auch ein bisschen froh, dass ich den Hippo hier nicht geöffnet habe, weil dann ärgert er mich auch nicht. Und das Außenrumlaufen hier ist natürlich so ein bisschen lächerlich, weil hier ist ja nichts auf dem Weg zwischendrin. Also man hätte den dann geöffnet, den, aber der Frosch ist wieder da, okay. Also man hätte den Hippo einfach geöffnet und dann würde er mit einem jedes Mal auf den Sack gehen. Na gut. Aber zum Glück müssen wir auch den Frosch nicht machen, der bleibt ja da auch gemütlich sitzen. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich hier passend in das, ja, an die eine Stelle komme, wo halt die versteckte Wand sein soll. Und ob die Hippos hier jetzt, ne, okay, die sind alle wieder gefangen. Okay, gut. Also kommen die dann erst frei, wenn der andere Hippo versucht anzugreifen. So, machen wir erstmal den da platt. Na, ich sollte vielleicht nochmal treffen. Ausdauer. Vermutlich, weil er ein bisschen höher war, habe ich ihn nicht ganz getroffen. So, was ist es eigentlich? Ich frage mich ja auch, ob die Wand hier kaputt geht, weil die halt im Vergleich zu den anderen Wänden, seht ihr hier, alles okay, aber hier ist irgendwie brüchig. Wobei natürlich die Frage ist, ich habe ja hier auch nicht groß überprüft, ob hier Wände waren, gell? Es kann vielleicht auch sein, dass jetzt speziell die Hippos das kaputt machen müssen, eventuell. Also, sofern es halt kaputt gemacht werden kann, weil man sieht halt auch da oben, da ist halt echt so eine Grenze drin, dass es hier kaputt gehen könnte. Aber dann muss man natürlich erstmal gucken, dass man den Hippo erstmal dazu bekommt, dagegen zu schlagen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Oder ehrlich gesagt, ich kann es ja mal ausprobieren. Sollte ich das dann gemacht haben. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass, weil sich das so im Hintergrund ein bisschen bewegt, dass da vielleicht was kommt. Ah, oh, unser Frosch, stimmt ja. Na, dann komm her. So, weg mit dir. Dass ich dann ihn dann halt vielleicht, ja, dass ich halt gucke, dass ich ihn da dagegen schlagen lasse. Muss, kann sein, aber muss nicht, weil man sieht auch hier so eine komische Grenze. Und hier ist ja auch nichts. Also irgendwie, ja. Wenn wir ja dann gucken dann. So, alles klar. So, viel war ja hier an sich nichts. Nicht, weil die meisten Sachen sind ja gefangen. Hier zum Beispiel wird vermutlich wieder die Tür zu sein, genau. Heißt, die kommen dann so lange auch nicht raus. Und hier soll halt wohl die versteckte Wand sein. Da gucken wir mal. Na. Nö, also ich habe hier nichts. Oder hier vielleicht? Ich gehe mal hier beide Seiten rum. Vielleicht hat er ja sich von links und rechts. Nö, irgendwie. Oder meint er da drinnen, dass man da halt reingehen muss und dann die Wände öffnen? Also er hat schon gemeint, dass ich, als ich, also vor meinem Video, als ich hier die Treppe runtergegangen bin, dass da wohl was versteckt sein soll. Aber. Ah, hier! Okay, gut. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedrückt. Ah, und hier ist das Leuchtfeuer. Okay. Ist natürlich doppelt praktisch, dass wir das dann jetzt auch direkt gefunden haben. Okay, dann passt das ja. Dann hocken wir uns mal ganz. Nee, komm, brauchen wir nicht. Das können wir dann danach noch machen. Dass wir uns quasi schnell zurückporten. Und dann gucke ich mal, dass ich vielleicht den Hippo da oben aufkriege, dass er dann vielleicht da hinten gegen die Wand schlägt. Falls es nicht klappt, ist es dann auch nicht so wild. Kann ja sein, dass hier hinter dann noch was ist. Seht ihr das? Aber da komme ich ja gar nicht hoch. Irgendwie, fragt mich nicht. Natürlich auch die Frage, wie kriege ich ihn kaputt? Nee, es kann natürlich auch sein, dass halt der andere extra dagegen schlagen muss. Nee, ich hab getroffen, nee. Das macht nur der Große kaputt, okay. Will ich das? Oder will ich das nicht? Ich versuche es einfach mal. Ich gehe ganz nach hinten, lock den einen vor. Darf natürlich nicht vergessen, dass da hinten auch noch so ein Frosch ist. Und dann gucke ich halt, dass, ja, die ist natürlich offen, die Tür ist, gell? Dass ich halt dagegen schlagen lasse. Hier war ja die Tür auch noch zu, wo ich nicht weiß, wie ich sie aufkriege. Also es gibt noch ein paar versteckte Sachen, aber
Ja, hallo Hippo, komm mal mit. Ah, okay, solange der in seinem Käfig ist, kann man ihn sogar besiegen. Okay, aber gut, das interessiert mich ja nicht unbedingt, weil das Vieh ist ja langsamer als der Hippo. Dann komm mal her, Hippo. Mach mal schönes Hintere kaputt. Kann vielleicht sogar sogar bewusst so sein, wobei muss nicht unbedingt. Man sieht ja auch hier, die Wand ist ein bisschen komisch. Ja, dann komm mal her. Schlag das mal kaputt hier. Einfach nur, um es auszuprobieren. Ich werde nicht unbedingt jetzt gegen den Hippo kämpfen, sage ich euch gleich. So, dann kommt man hier schön gegen die Wand. Der andere kann auch mir jetzt abhauen, wenn er Bock hat. Einfach nur, um zu gucken, ob es geht. So, schlag mal dagegen. Nein, nicht greifen! Oh. Beim Greifen kann ich natürlich nicht überprüfen. Jetzt bin ich garantiert wieder tot, gell? Ja. Ich gucke das mal an. Ich habe Habelrüstung an. Ja, toll, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das geht oder nicht mit der Wand. Wisst ihr was? Ich lasse es sein. Oh, diese blöden Hippos. Diese blöden Hippos. Da hätte ich echt auf die Seite ausweichen müssen. Obwohl die so groß und so schwerfällig sind, sind sie so schnell. Ich glaube, ich bin im gesamten Spiel, wirklich im gesamten Spiel. Oh, ich bin doch hier. Okay. Bin ich noch nie so oft gestorben. Wobei meine Seelen kann ich ja noch mitholen. Die würde ich gerne zurück. Muss ich, wie gesagt, nur auf die Frösche aufpassen. Den einen oder anderen. Oder auf den Magier auch. Na. Da hinten. Alles klar. Froggy. Wollte gerade sagen. So. Weil ich habe jetzt schon überlegt gehabt, ob ich schon weiterrennen soll, weil hier ist ja noch der Magier dazwischen. Und dann. Ja, da hätte ich halt. So nicht. Ich nenne halt Magier, weil er mit so einem Geschoss rumgespielt hat, aber irgendwie. Oh, die droppen Drachenknochen. Da würde ich hier fast schon gerne farmen. Okay. Aber wie viele gab es denn davon eigentlich? Bin ich gerade überlegen. Hier war ja keiner drin, gell? Ah, doch. Aber der kam gar nicht raus vom letzten Mal, gell? Irgendwie. So, dropp was. Nicht? Auch nicht so wild. Gibt ja dann trotzdem Seelen. Ah, hier war keiner drin. Ich prügel hier. Ja gut, okay. Dann passt das. Auf jeden Fall praktisch. Also wenn ich jetzt doch den Bogen oder vielleicht doch die andere Waffe auf Maximum bringen will, also dieses Fleischermesser oder was das sein soll, dann kann man das natürlich machen, aber gut. Wo war die Tür? Die war da weiter vorne, ja. Ich hätte natürlich auch gleich mich porten können, aber das würde dann doppelte Ladezeiten verursachen, in dem Sinne. So, alles klar. So. Und dann gehen wir. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich mal sagen. Ich muss auf jeden Fall mal gucken. Sollte ich dieses Leuchtfeuer hier finden, dann werde ich wohl noch versuchen, dann den ganzen Rest zu machen, weil ich gehe dann echt davon aus, nach diesem Leuchtfeuer kommt dann halt der Boss und dass ich dann halt nicht. Ja. Ich auch was in den Boss zuerst mache und dann kein Point of No Return triggere, dass ich dann halt ja automatisch ins New Game Plus geportet werde und ich dann nicht es nicht mehr möglich es nicht mehr möglich bin ich mal ich schreibe mich hier mal vor dem Schatten, dass nicht mehr möglich ist diese Dunkelheit da zu machen. So, natürlich ist die Frage, ob es jetzt richtig ist, dass ich hier jetzt direkt mit den Seelen hier weitergehe, aber ist ja jetzt auch nicht so wild. Bleibt natürlich die Frage, ob hier die Drachen mich in Ruhe lassen oder ob sie mich dann doch angreifen. Also wenn ich ein Drache wäre, wäre ich ein bisschen sauer. Weil ich habe ja einen von ihren eigenen getötet. Aber vielleicht war das ja auch nur ein Test, je nachdem. Okay. Okay, da steht schon mal ein Gegner oder ein NPC, je nachdem. Na, ihr Drachen, macht ihr mir auch wirklich nichts? Man fühlt dich ein bisschen bedroht, sage ich mal. Na, du bist du ein Gegner? Ah, ne, das ist einer von diesen explodierenden Pennern, gell? Nein! Das war natürlich klar, dass ich ihn nicht treffe. Hallo, steh auf. So, die sind auf jeden Fall One-Hit schon für mich. Aber, ja, muss natürlich aufpassen, dass ich. Oder Stein sieht irgendwie komisch aus. Na gut, sieht nur so aus, oder? Sieht irgendwie aus, als könnte man ihn wegschieben oder sowas, dass dahinter irgendwas wäre, aber okay. Was haben wir hier? Die ganzen Steine sehen hier generell ein bisschen komisch aus. Na?
Okay. Jetzt müssen gerade die Drachen kommen und voll, mit den, voll durch die Löcher mit Feuer spucken. Okay, okay, hier geht's lang, aber warum ist es hier so gemacht? Damit ich da rausgucken kann. Achso, es gibt zwei Wege. Einmal nach oben und einmal nach unten. Okay, gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Ah, das sind Eier. Okay, ich möchte nicht unbedingt ein Drachenei kaputt machen. Und da ist eine Echse. Und die Echse sagt mir wohl hier, mach ein Drachenei kaputt und du, und ich werden die Drachen hassen. Na, komme ich da durch? Nee. Oder ich krieg die Eier erst gar nicht kaputt. Aber die Echse, die reagiert wirklich erst wohl, wenn ich auf die Eier schlage. Wollen wir es riskieren? Gut, dann riskieren wir es einfach mal. Na? Na, kommst du her? Oh, hier war One-Hit. Okay. Glitzern ist wieder nicht. Auch nicht schlecht. Aber ich wollte eigentlich echt nicht die Eier kaputt machen. Das ist vermutlich jetzt nicht unbedingt von Freude. Ich wette mit euch, wenn ich jetzt irgendwie zu den Drachen komme, die Kram jetzt bestimmt draußen mitbekommen, dass ich ein Ei kaputt gemacht habe und dann gibt es erstmal auf dem Kopf. Ist aber auch absichtlich so gemacht, dass man hier nicht durchlaufen kann, gell? Ohne die Eier kaputt zu machen. Oder ist es doch so gedacht, dass man das machen soll? Dass man da einfach so jetzt durchläuft? Na, ihr Drachen? Seid ihr noch lieb? Ja gut, fragt mich nicht, keine Ahnung. Na, Drachen? Ich habe echt Angst jetzt, dass die Drachen dadurch böse werden. So, okay, hier wird es dann unten weitergehen. Uiui. Drachen, bitte bleibt lieb. Ihr habt eure Eier extra so hingestellt, dass ich nicht dran vorbeikam und... Ja, gut. Keine Entschuldigung, ich hätte sie auch zur Seite rollen können. es sieht hier aus, ob ich direkt jetzt von hier aus zum Schloss komme, aber ich würde gerne dann nochmal den anderen Weg kurz durchgucken. Ob der jetzt auch woanders hinführt oder ob der einfach nur eine kurze Abzweigung ist. Könnte ja sein. So, ja, das war die Echse. Und dann gucken wir mal kurz hier oben. Kann natürlich auch sein, dass hier... Okay, hier oben sitzt ein Drache oben drauf. Ich glaube, hier sollte ich vielleicht nicht unbedingt hoch. Na, ich glaube nicht. Das ist vermutlich die Mutter und die ist jetzt böse. Ja, das ist genau derselbe Drache, den wir auch vorhin beim Boss hatten. Ich wette mit euch, das ist hier auch sehr so absichtlich gemacht. Ja, da ist auch noch eine Echse. Dass man halt, wenn man jetzt an diesen Drachen will... Oder ist es der, mit dem man reden muss? Nee. Okay, er greift mich an. Uiui. Und sogar übel. Oh, ich glaube, ich hätte hier nicht hochgehen dürfen. Jetzt habe ich ihn bestimmt aufgeschreckt und jetzt wird er mich draußen die ganze Zeit angreifen, oder? Ah, nee, setz dich wieder hin, okay. Das ist halt jetzt die Sache. Das ist echt jetzt die Sache. Ich könnte jetzt gucken, dass ich vielleicht den Drachen besiege oder ich könnte auch gucken, dass ich einfach weitergehe. Ich guck mal, wie viel Schaden ich ihm im Bogen mache, weil sonst, wenn es zu lange dauert, dann lasse ich es einfach. Kann ich seinen Flügel treffen? Okay, das geht. Na, ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie viel Schaden das war. Jetzt weiß ich auch, warum hier die Löcher drin sind, weil er dann vermutlich auch von oben reinspucken könnte, gell? Ja. Der ist jetzt oben vermutlich aktiv. Aber vielleicht kann ich ihn ja so besiegen. Gucken einfach mal. Ich werde auf jeden Fall gut leben. Ja, ich mache es am besten so. Dann muss ich nicht unbedingt auch nach oben gehen und mich besiegen lassen. Es war auf jeden Fall nicht der NPC-Drache, den ich gegen den ich wohl mit dem ich sprechen soll. Na komm. Na. Ja, ich möchte ihn besiegen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich wissen will, was da oben abgeht. Ich hoffe, dass es kein Fehler ist, dass ich ihn besiege, weil, wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass es vielleicht die Mutter der Drachen ist hier und... Keine Ahnung. Er greift mich halt an. Deswegen, ja. Hat er es nicht anders verdient, ganz einfach. Ich tue mir jetzt gerade ein bisschen schönreden, ich weiß. Es kann natürlich auch sein, dass er wegfliegt. Ich kenne dann noch so Sachen aus, ja, aus Demon's Souls. Dass die Drachen einfach sich wegbewegen. Ab einem gewissen HP-Wert. Und dann war es das natürlich. Aber so langsam verliere ich die Sicht von seinem Flügel. Na gut, ich muss glaube ich einfach nur ein Stückchen warten. So, alles klar. HP-Hälfte haben wir jetzt schon mal.
Na, Mist. Ja, jetzt habe ich angefangen, jetzt mache ich es auch zu Ende. Je nachdem. Ah, da haben wir noch den. Na, geht es hier gut? Okay, das geht auch. Na komm. Kann natürlich auch gut sein, dass er früher oder später vielleicht doch ein bisschen aggressiver wird, aber ich glaube eher, dass es dafür gedacht ist, dass man es entweder so macht oder dass man halt eher hingeht und ihn dann von oben besiegt. Einfach in den Fuß die ganze Zeit. Weil er ist halt nie Kralle. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Hallo? Nicht, dass er jetzt wegfliegt. Ah, der ist er noch. Okay. Müsste er gerade mit dem Fuß reinfallen und stecken bleiben. Na komm. Ja, ich denke mal, dass er zum Besiegen gedacht ist. Na komm. Wie viel Leben hat er jetzt eigentlich noch? Ah, noch ein bisschen. Komm her mit deinem Fuß. Ich glaube, dass er mich auch ein bisschen per Pathfinding sucht und deswegen halt immer so ein bisschen oben hin und her läuft. Und das Loch hier für ihn quasi kein Loch ist. Na? Hallo? Wenn nicht, dann gehe ich wieder auf den Flügel los. Ah, und hier sieht man auch noch so eine Leiche, die man einsammeln kann. Okay. Ah, okay, dann halt gegen den Schweif. Geht natürlich auch. Na? Dreh dich mal wieder in die andere Richtung vielleicht. Ich würde jetzt natürlich auch direkt hochgehen und einfach sagen, gut, ich mache ihn einfach im letzten Nahkampf fertig. Okay, das war's. Aber ich möchte es halt nicht riskieren. So, okay. Dann hat sich das zumindest halbwegs gelohnt, sag ich mal. Dass ich dann da oben jetzt das Zeug nachprüfen kann. Wo geht's denn jetzt hoch? Hier. Okay. Kann natürlich jetzt echt sein, dass die ganzen anderen Drachen mad auf mich sind, aber ja. Hallo? Ah, ich hab die falsche Waffe so rum. Na, du Echse. So einfach geht's. Sehr schön. Hier sind ganz viele davon. Na, Achtung. Uiui. So, alles klar. Was haben wir hier? Einen Drachenzahn als Waffe. Ach, okay, ja, Drachenzahn. Das ist Havels Rüstung. Havels. Hier sind ganz viele Echsen. Eieiei. Okay. Man merkt schon, hier geht's wohl langsam zum Ende. Na, nicht richtig getroffen. So, einmal. So, und dann kann ich wohl Ex. Hallo, treff ihn doch mal. So, alles klar. Ist natürlich nicht die beste Waffe, um die zu besiegen, aber man kriegt auf jeden Fall ziemlich viel Stuff und es hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt, den Drachen zu besiegen. Ja, was ich sagen wollte, man merkt jetzt schon, dass es halt so langsam, aber sicher zum Ende zugeht, dass man hier jetzt mit noch mit Steinen zugeschüttet wird. Dass man vielleicht noch das eine oder andere upgraden kann. Aber ja. Na komm, sammeln wir es ein. Bitte nach Stein und Drachen, bleibt hier normal. Bitte. Müssen gerade alle auf mich losfliegen und dann könnte man natürlich direkt sagen, ja, keine Chance mehr. Okay, hier geht es dann auch noch hoch und hier geht es auch weiter. Gibt mehrere Wege. Da vorne ist dann auch noch mal was. Okay. Dann möchte ich erstmal kurz da oben gucken. Na, was haben wir hier? Okay, keine Ahnung. Scheint wohl etwas zu sein, wo man normalerweise durchkommen könnte, glaube ich. Weil sonst würde es ja nicht hochgehen. Aber es scheint wohl noch nicht zu gehen. Je nachdem. Ist natürlich jetzt die Frage, was ist der richtige Weg? Parze sieht eigentlich auch schon fast dem Ende aus. Da unten ist auch nochmal was zum Runterspringen. Eieiei. So. Ah, da ist auch nochmal so ein Typ, okay. Ja, dann komm du mal her. So, weg mit dir. Muss natürlich aufpassen, gerade wenn die halt so auf Explosivschema gehen. Ich wollte mir den Drachenzahn nochmal kurz angucken. Weil das ist definitiv Havels Waffe. Ja, genau hier. Guckt euch mal an. 50 Stärke braucht das Ding. 313 Schaden. Ein riesiger Drachenzahn, der als Großhammer benutzt wird. Dieser Zahn ist so robust wie ein Felsblock und soll von einem Drachen stammen. Ob das stimmt, ist nicht erwiesen. Es enthält jedenfalls mystische Kraft und macht seinen Träger gegen Magie und Feuer resistent. Effektresistent gegen Magie und Feuer. Okay, wenn man ihn tragen kann. Heißt, man sollte, wenn man gegen Havel kämpft, nicht Magie und Feuer benutzen. So, und jetzt geht's hier wieder woanders lang, oder was? Eieiei.
Nun. Dann gucken wir halt erstmal hier lang. Ich habe irgendwie Angst, dass manche von diesen Brücken irgendwie irgendwo einbrechen und ja, aber das wäre ein bisschen arg fies, glaube ich, wenn man dann direkt instant in die Tiefe stürzt. So mies ist ja Dark Souls wiederum nicht. So, weg mit dir. Und dann kommen wir einfach nur hier oben lang. Okay. Könnte natürlich sein, dass da oben auch nochmal ein Drache ist. Ist natürlich auch die Frage, ob der andere Drache wiederkommt. Kann natürlich auch sein. Aber wir haben ja dann eh gut aufgeräumt. Von daher. Wobei, wir müssen ja dann wieder hier durch, gell? Will ich gerade überlegen. Na, ihr Drachen? Ihr habt Spaß da oben, gell? Na, ist hier auch nichts? Okay. Hier ist doch garantiert irgendwas. Wenn kein Drache, dann was anderes. Ah, da ist auch nochmal ein Drache, aber der pennt wohl, okay. Ja. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt jetzt kämpfen. Es kann natürlich auch sein, dass er der Drache ist, mit dem wir reden können, aber ist natürlich die Frage. Hier sind halt auch nochmal Eier und hier kann man auch nochmal lang. Okay. Ja, so viele Wege. Nun. Wenn ich jetzt von hier aus komme, dann liegt der Drache auf der Seite. Okay, dann sind wir quasi mit dem Rücken, oder? Ich weiß, also doch, wenn man von den Flügeln ausgeht, ist es das der Rücken. Okay. Und hier könnte man auch runterspringen, sehe ich gerade. Da könnte man sich direkt die Echse hier schnappen. Aber ich möchte jetzt ungern eigentlich den Drachen wecken. Bin ich ganz ehrlich. Zumal der Part auch bald vorbei ist. Okay, die Echse haut ab. Weil die versuche ich mir vielleicht doch noch zu schnappen. Ne, die ist weg, vermutlich. Die ist schon ziemlich runtergesprungen, okay. Ah, ist der Drache wach geworden dadurch, okay. War so klar. Nein, das ist nicht gut. Was? Nein! Nein! Nicht runterfallen! Uiuiui. Na toll. Alter. Der Drache ist bald schlimmer als der Boss vorhin. Ja gut, also wenn die Drachen einmal wach sind, dann kann man es wohl knicken, wenn sie auch noch so halbwegs durch die Wand Feuer spucken. Ja, der hängt jetzt mit dem Flügel da durch den... Ne, das war nicht gut, dass ich da durchgerannt bin. Ja nun, ich würde mal wohl eher sagen, ja, das war's mit dem Part für heute. Ich möchte mich irgendwo hinstellen, wo ich mich sicher fühlen kann. Oder ich gehe einfach wieder zurück. Wobei, war das der Weg zurück? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt wieder verwirrt. Ja, das war der Weg zurück. Aber es ist wohl egal, ob ich mich jetzt hier oder sonst wohin stelle, weil hier sind eh überall Drachen. Ach man. Okay, gut. Ja gut, dann gucke ich einfach mal, dass ich ihn im nächsten Park vielleicht mit Pfeil und Bogen besiege. Je nachdem, ich muss halt gucken. Ansonsten hätten wir halt quasi den nochmal so einen Bosskampf. Nur, dass er halt vermutlich nicht mehr an der Wand rumgeistert. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Dark Souls 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.